ein herzliches Willkommen zurück zu Biomutant. Yippie. Ja, und ich war in der letzten Folge bei der Mission Subnautica-Station stehen geblieben. Ja, irgendwie habe ich den Weg bis jetzt noch nicht gefunden. Warum auch immer. Wir haben es ja auch letzte Folge schon versucht zu suchen, den Weg. Aber wir müssen in diesen Tempel da rein. Das Problem ist halt einfach, der Tempel ist mit so einer Schlucht da. Das wird ein bisschen schwierig. Was ist das denn für ein Riese? Naja, auf jeden Fall müssen wir irgendwie zusehen, dass wir da hinkommen. Fragt sich halt nur wie. Müssen wir irgendwie runter. Stürzt nicht aus Versehen von einer Klippe, wenn es dunkel ist. Wir müssen da irgendwie runter. Man fragt sich halt wie. Ja, so einfach hätte man das ja auch machen können, letzte Folge. Das ist die Subnautica-Station. Da drin zappelt Klippo herum. Klippo zappelt da rum. Aha. Müssen wir erstmal einen Eingang finden hier, ne? Nach Ebbe. Ja, würde ich mal auch behaupten. Aber wie gesagt, ich suche ja immer noch den Eingang. Der muss ja irgendwo hier sein. Und so wie ich mich kenne, laufe ich da 100-mal gefühlt vorbei, obwohl das total einfach ist. Ja, habe ich doch gesagt. So, aber auf jeden Fall sind wir jetzt in der Subnautica-Station drin. Subnautica-Station, nicht das Spiel. Für diejenigen, die jetzt denken, hä, spielt sie doch Subnautica? Noch nicht. Vorhaben tue ich's, ja. Aber ich hab's noch nicht. Also, noch nicht das erste Spiel. Subnautica, Pelusivus habe ich schon, aber das andere Spiel hatte ich noch nicht. Die Spur trotz all des glibbrigen Glibbers gefunden. Deinem Kullerauge entgeht nichts. Als diese Spur entstand, war das Nass hier noch reiner. Es haben sich welche unter der Oberfläche begeben. Es war nicht leicht, durch das Nass zu blicken. Doch es gibt Guckaufzeichnungen, die belegen, dass sie wussten, was für mutierte Kreaturen sie durch die Verseuchung erschaffen haben. Schön, dass du mehr über die Verglibberung des Nass erfahren wolltest. Okay.
Nebenquest abgeschlossen, der Roboter 4D. Interessant, das war's jetzt? Okay, die Folge ist vorbei. Nein, Quatsch jetzt. Okay, müssen wir hier wieder rausfinden. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, das sagen sie alle. So, jetzt gucken wir mal nach der nächsten Mission. Also, wir hatten ja jetzt eine Nebenquest. Das sind die abgeschlossenen Missionen. Da haben wir ja auch nicht gerade wenige schon abgeschlossen. So, der Sauerstoffanzug. Justiere die Signalschlüssel, um den Sauerstoffanzug zu finden. Okay. Da brauchen wir noch 4 Funken pro Zell. 12 Tafeln, 3 Spülhocker, 4 Kleidermesser, 11 Mikton-Wrack-Kisten, 3 Nono-Wurzeln, die wir finden und heilen müssen, 2 Muskeldrücker, ich finde heraus, was der Schlüssel öffnet. Ziegelstadt-Tresor, okay. Das klingt doch mal interessant. Das sind aber auch so die ganzen Nebenmissionen. Okay, dann müssen wir irgendwie wieder hochkommen. Ich glaube, wir laufen hier am besten lang. Ich glaube, da müssten wir eigentlich direkt auf die Siegelstadt zugehen, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Zu viel entspannen. Okay, was ist das hier? Hier ist noch eine Kiste, die habe ich die ganze Zeit noch nicht entdeckt. Schande über mein Haupt. Ich nehme aber an, die brauchen Hilfe. Okay, Stufe 12. Cool. Immer wenn es gerade am dunkelsten scheint, die Dämmerung.
Okay, hier müssen wir irgendwo anscheinend rein. Es mit einem Schlüssel. Okay, jetzt müssen wir auch noch alte Welttresore holen. Okay. Wahrscheinlich willst du mehr als bloß das. Es wird Zeit, deinen eigenen Weg zu gehen. Okay, das war's hier schon anscheinend. Alles gelootet. So, jetzt gucken wir mal nach der nächsten Mission. Also heute geht das relativ schnell, finde ich. So, alte Welttresore. Da haben wir 7 noch, die wir finden müssen. Also jetzt haben wir ja eigentlich großenteils nur noch Suchaufgaben. Okay, dann könnten wir eigentlich dann eine Nebenmission machen. Ah, Nebenmission, Hauptmission sag ich schon. Warte mal. Die Nachtzeit endet. So, Funkenbrutzle. Da haben wir ein in ungefähr 800-900 Meter Entfernung. Aber ich glaube, da gehen wir auch schon in den nächsten Gebiet rein, ne? Hier ist noch alles schwarz. Das ist grau. Mal sehen. Reisen wir da mal hin und dann gucken wir mal, ob wir da von hier aus irgendwie besser herankommen.
Man kann nie genug Schrott haben. Ob Plastik oder was anderes. Ich wollte gerade sagen, gefällige Musik bedeutet nichts Gutes. Hey. Nimm dir die Zeit und genieße das Tageslicht. Okay. Kein Glück gehabt. Du hast einen Kreuzweg entdeckt. Entscheidungen. Aha, Hilfe. Der rollt mich nieder. Der Typ. Oder das Vieh. Ah, Hilfe. Junge. Was ist gut jetzt? Okay. Niedergestreckt, würde ich sagen. Wie stark die Bäume im Wald duften. Niedergestreckt. Stimme die Schalter aufeinander ab, damit es klappt. Genauso funktioniert der Funkenprozess. Mongol, Regenbogen. Und fertig. Okay, das ist selten. Nicht genau, was du wolltest, aber dafür ging es schnell. So, der nächste wäre dann in 1375 in 5 Meter Entfernung. Ist eine ganz gute Strecke.
Aber es macht mal. So, das ist ein Schnellreisepunkt, glaube ich, ne? Du hast Hoggerhome entdeckt. Hier gibt es irgendwo einen Krimskramshändler. Ja, das ist ein Schnellreisepunkt. Mal sehen. So, gut, dann haben wir das Stückchen auch noch aufgedeckt. Hier sind noch mehrere Schnellreisepunkte. Okay, nur hier. Da müssen wir noch rein. Okay, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge vielleicht. Oder ich glaube, in der nächsten Folge werden wir auch mal wieder eine Hauptmission machen. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir doch in dieser Folge ganz gut geschafft. Zwei Nebenmissionen abgeschlossen. Eine wieder angefangen und die andere hier auch noch gemacht. Ja, und ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Ich setze hier einen Cut. Für euch jetzt einfach nochmal, wie immer eigentlich, am Ende jeder Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ansonsten lasst gerne auch Kommentare, also Feedback etc. da. Das würde den Kanal, mich und auch die Projekte sehr unterstützen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.